Ach ja, Restesonntag, Reste, ja, sag ich jetzt einfach mal so. Ja, wir machen einfach, ich hab, wie man hinten, nee, kann man nicht sehen, hab ich zum Sonntag, gab's jetzt heute Morgen schon mal probiert, einen kleinen Mini-Apfelkuchen gebacken mit Zimt etc. Der wird heute Nachmittag noch brav aufgegessen. Jetzt aber zur Mittagszeit dachte ich mir, oh, was hast du im Keller, was hast du im Keller? Ich tue schon mal die Sachen rein, während ich rede. Hab ich das mal nicht aufgedacht? Oh, Tatsache. Was hast du denn noch im Keller? Weil es ist so ein Sonntag, keine Sau ist hier. Lustigerweise. Kein Schwein ist hier. Wird auch keiner auftauchen. Und was machst du jetzt zu essen? Gut, machst du dir was, holst den Döner. Wenn du gedacht so, boah, Döner. Hm. Ja, das ist jetzt geschmacklich so semi. Und wenn man das halt öfter selber kocht, ist das jetzt nicht so das Optimum. Und was kann man da machen? Beziehungsweise, was kann man sich denn da zu essen machen? Habe ich mir jetzt überlegt, ne? Ja, ich wollte hier die letzten paar Körnchen aufbauen. Weil dann kann ich nachfüllen. Rentiert sich auch, weil ich kann jetzt praktischerweise mal die Mühle leer machen und kann die dann nachher wieder auffüllen. Hier habe ich übrigens einen anderen Mikrowellentopf mit mehr oder weniger lauwarmem Wasser drin. Weil mein Lieblingstopf ist in der Spülmaschine. Ist nicht so schön, aber ist okay. Und dann dachte ich mir jetzt, ja, ich geguckt und fertig essen. Man hat ja immer irgendein Fertigfutter im Keller liegen. Und habe ich geguckt, ja, irgendwelche Eintöpfe und unter anderem Hähnchen süß-sauer. Habe ich mir so gedacht, ne, willst du auch nicht. Ich habe mir gedacht, gut, stellst du eine Pizza? Ja. Problem, wenn du dir eine Pizza liefern lassen willst, hast du da ein kleines Problemchen? Denn wir sind jetzt hier nicht bei. Wir sind jetzt nicht in der Großstadt oder so. Und da ist es dann. Ja, könnte man sagen, üblich. Aber da ist es so, dass Lieferdienste ab 17.30 Uhr liefern. Bei aller Liebe. Aber ich habe ja auch. Das hier zieht sich ja auch einen Ticken länger hin. Als ich müsste. Aber, und nee, ich möchte mit dem Dönermann keine Pizza kaufen, nichts gegen den Dönermann. Aber, so pizzatechnisch gibt es hier im Umkreis keinen Dönermann, der mir zum Beispiel eine schöne Pizza gemacht hat, bis jetzt. Der Dönermann hier um der Ecke, der macht eine gute, ist zwar eine nette Margherita, aber, da ist wieder dieser Punkt, ich will es ja gar nicht selber machen. Ja? Aber, oh, der ist perfekt geworden beim ersten Anlauf. Aber das Problem dabei ist halt, da fehlt mir dann so die persönliche Note. Ne, da fehlt mir dann einfach so die persönliche Note beim Essen. Und das ist so das, was ich brauche. Ich brauche so ein kleines bisschen, ja, ne, dieses kleine Belohnungssystem. Das, was ich übrigens gemacht habe, ist folgendes. Ich habe hier Pi mal Daumen aus dem Stand, weil man kennt es ja nicht, ja. 0815 Pizzateig angerührt, wir sind bei 375. 400 Gramm, so um die 125 Milliliter Wasser, könnte auch 140 gewesen sein. Zwei Esslöffel Öl rein, Prise Salz, Prise Zucker, Zuckerlasche noch am Boden, hatte die nicht gesehen. Und der hier, den können wir entweder in den Ofen stellen bei 50 Grad. Und mit einem nassen Tuch abdecken oder ihr macht das hier, so wie ich mit meinem vorgemessenen Tuch. Jetzt geht er drüber. Ihr seht mal zu, ja? So dick ist er. Denn wir müssen ihn ein bisschen mehr oder weniger ruhen lassen. Der wird nämlich noch ein bisschen größer und muss sich in aller Ruhe entfalten, beziehungsweise die Hefebakterien da drin müssen sich ausbreiten können. Dann können wir ja schon mal unsere Tomatensauce fertig machen zum Draufzug. Und nein,
Wir machen heute keine italienische Pizza. Bevor nachher rumgemosert wird oder sonstiges. Warum steht er jetzt am Herd, weil der Junge blöd ist? Ich habe Tomatenmark und ja, ich weiß gar nicht, ich will jetzt nicht lügen, aber was jetzt hier gerade die Frische angeht, also wir haben ja hier zum Beispiel Tomatenmark. Ich sage ja, heute ist ja ganz offizieller, wie viel nehmen wir? Wir machen heute den Rest des Sonntags. Deswegen werden hier jetzt keine neuen Sachen extra für aufgerissen, sondern die alten benutzt. Jetzt wollen wir uns Schleichwerbung aus dem Bild. Ich kann nicht anders. Habe ich dann angelegt. Mache ich mir so ein mehr oder weniger Röschen selber. Nicht vergessen, nicht die falsche Platte einschalten, sonst haben wir nachher ein Problem. Geben wir mal ein bisschen, wir haben ja noch von hier, von dem wärmeligen Wasser was, oder? Schluss hinzu. Die Sache ist, dass Tomatensoße, also die meisten Leute, wenn sie dann doch mal eine Pizza zu Hause selber machen, da sind wir unter uns Gebetsschwestern, ist das ja so, ihr nehmt doch alle eine Dose Pizzatomaten oder geschälte Tomaten und macht dann euren Belag noch eurer Wahl drauf. Und haut er dann noch einen Schuss Käse rein. Ja? Das ist ja das, was die meisten so machen. Aber ich bin der Meinung, dass du auch gerade vor allen Dingen, weil mit wenigen Würzmitteln kannst du eine ziemlich große Nummer erreichen. Das heißt, wenn du jetzt hier nur so ein bisschen Tomaten machen willst, oder halt eine Dose geschälte Tomaten und quetsch die aus. Wie gesagt, wenn sich jemand nachträglich beschweren will oder sowas, ja. So zum Thema, hier haben wir hier ganz schnell eine italienische Pizza. Guck mal ein paar Videos drin. Da findet ihr auch ein Video zu einer original italienischen Pizza. Mit Oregano, mit nur Mozzarella und den üblichen Würzmitteln. Also das ist auch vorhanden. Das ist also nicht das Problem. Ich lasse das mal kurz hier anheizen. In der Zeit können wir uns ein paar kleine Gewürze rausnehmen. Das Witzige ist, da hat mir meine Mutti mitgebracht. Hier, Pizzagewürzmischung, nach italienischer Art. Oha, nee, so heißt es nicht. Oregano, Basilikum, 31,5 Knoblauch, Zwiebelgranulat. Wisst ihr was? Ist doch Reste Sonntag. Guck mal, wie es riecht. Das riecht eigentlich. Das ist eigentlich bei aller Liebe, aber das ist. Ne. Ne. Ne, diese Fertigmischung, ne? Ihr könnt mich ja hassen, aber selbst wenn man jetzt hier und da mal getrocknete Gewürze, das ist doch vollkommen legitim. Aber diese Gewürzmischung, das ist doch runtergedreht. Hier. Diese Gewürzmischung aus der Hölle. Ja? Deswegen machst du lieber selber. Wir haben hier ganz einfaches Ursalz. Das ist, da haben wir mal von der Stärke halb. Ja, so halb kommt hin, oder? Halb grobkörnig, könnte man sagen. Löffel. Ja, aber ganz normal. Fertigwürze. Und die Sache ist ja, dass man ja auch ein bisschen was experimentieren muss, was sowas angeht. Und immer ein bisschen auch damit spielen kann, könnte man sagen. Und ich will es ja nach meinem Geschmack. Das ist peinlich. Das ist geschmacklich. Das merkt man, wenn man, also von der Konsistenz her ist es eigentlich okay, aber ist das Tomatenmark so lastig in dieser Soße. Oder könnte jetzt im Zusammenhang, muss mal kurz gucken, weil ich habe hier
Ich habe einen ganzen Satz neue Würste gekriegt. Hier was. Was ist hier mit? Woltern, Thymian, noch Brosnan. Das ist auch. Das, kennt ihr das eigentlich auch? Kennt ihr das eigentlich auch, wenn ihr so. Ja, wie sagt man es am besten? Wenn ihr so was Bestimmtes sucht und ihr seid damit angeschissen. Das ist ja nur nass, was ist das denn? Wie gesagt, wir müssen heute mal. Ach, guck mal hier, wir können ja noch. Einen Schuss von der. Jetzt könnte ich die Milzer schön. Ne? Gehört gut von der gegörten Röhre ein. Mir sagt nachher Babi, kannst du so. Ja, weil das geht. So, das wollen wir mal sehen. Jetzt hier mal ein bisschen was erreicht haben. Ich dachte, das schmeckt. Heute ist ja der Reste- und Experimentiertag. Da probiert man es einfach raus. Was kann denn schief gehen? Ein bisschen Tomatenmark, was 35, 39 Cent kostet. Geht die Welt nicht runter. Ich muss doch mal den Mut für Neues haben. Mhm. Und die Fresse verbrannt. Wir haben ja wirklich, das ist nur ein Schuss. Also ein Schuss Oregano, ein Schuss Salz, ein ganz kleinen Schuss Brühe. Was ich gerne nur mache, das ist. Naja, das ist jetzt nicht wegen der Schärfe. Das ist wirklich auch nur, da kommen auch nur zwei Tropfen rein und das ist eigentlich rein aromatisch. Das ist eigentlich unwichtig. Ich brauche einen Schuss Pfeffer, ich nehme aber den schwarzen. Also wenn ihr einen weißen Pfeffer nehmt, der ist milder. Aber dann muss jeder selber wissen, wie. Und tja, da können wir abdrehen. So ist das fertig. Jetzt müssen wir allerdings ein bisschen abwarten. Da müssen wir allerdings jetzt ein bisschen abwarten. Denn der Teig muss noch etwas gehen. Sehen wir uns gleich. Oh, ganz richtig, Ofen einschalten. Standardeinstellung für jedes Tricks Essen, was ich mache. 180 Grad bei ja, 180 Grad. Minutenanzahl, je nachdem, abhängig vom Gericht. Aber ich mache irgendwie, komischerweise mache ich immer 180 Grad. Egal bei was, ehrlich gesagt. Wichtig, wir haben hier unser Blech, ja, dass wir hier. Wollte ich wirklich ein Blech nehmen? Habe ich nicht noch diese Pizza vor? Ganz wichtig, und das müsst ihr euch natürlich immer schön merken, immer schön Mehl aufs Blech. Macht's einfacher. Wenn man dann mal was kommt. Außerdem habt ihr ja ein Backpapier drauf, das heißt, ihr saut euer Blech auch nicht rein. Ist ja dann auch nicht das Problem. Wir haben unser Süßchen noch stehen, das ist aber auch kein Problem. Jetzt kommen wir jetzt mal kurz zur Seite. Dann können wir hier hoffentlich erfolgreich unseren Teig abnehmen. Der ist letztendlich, sagen wir mal, aufs Doppelte angewachsen. Grob das Doppelte. Und ja, gucken mal. Ja, er ist fluffig. Ist auf jeden Fall schon mal schön fluffig, wenn wir hier ansetzen. Kann man eins rausnehmen, aber wie man hier merkt, dass er dann halt an manchen Stellen dann immer noch ein bisschen feuchtet. Nur hört sich das zu komisch an. Da ist die Sache, dass wir dann darauf achten, wenn wir den jetzt hier ausbreiten, dass genug Mehl drauf ist, dass er uns hier an den Pfoten klebt. Ich meine, man kann jetzt auch zum Beispiel, wie manche sagen, dann nimm doch Nudelholz oder so. Da gibt mir dann so ein bisschen das Gefühl für die Pizza verloren. Deswegen mache ich das immer noch lieber mit der Hand. Und die Sache ist ja auch, muss eine Pizza immer unbedingt rund werden? Nö, aber es sieht schöner aus. Ne? Aber es sieht schön aus, wenn sie so rund ist. Von mir aus auch nur halb rund. Weil ich jetzt gerade sehe, dass teigtechnisch ist das viel zu. Naja. Ich habe das sonst immer, ich will ja jetzt nicht lügen. Ich habe sonst immer pizzatechnisch, entweder mache ich das Blech so oder entweder ich mache das Blech so im Ganzen und mache es eckig. Oder. Eigentlich nichts, oder?
Aber es geht jetzt darum, dass wir hier ein bisschen zurechtkommen. Das seht ihr gar nicht, ihr seht gar nicht wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Dass wir hier eigentlich nur miteinander zurechtkommen, die Pizza und ich, der Teig und ich. Rand kann ruhig breiter bleiben, das ist egal. Es wird diesmal auch eine Pizza mit dickem Teig. Bei anderen Pizzen habt ihr ja gesehen, dass ich dann so ganz hauchdünnen Teig gemacht habe. Heute möchte ich mal einen dickeren Teig, weil unter anderem ist es ja so, ich muss jetzt hier mal gehen dafür, denn am Ende ist es ja so, dass ich auch einen gewissen Belag habe und die Pizza muss ja, beziehungsweise der Teig muss ja damit umgehen können. Und es ist ja eine schöne Sache, jetzt zum Beispiel einen dünnen Teig zu haben. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn ich dann auch einen ordentlichen Schuss Belag da drin in dieser Pizza habe, muss der Teig immer noch so dick sein können, damit er damit locker umgehen kann. Das heißt, mit der ganzen Befeuchtung etc. Ja? Da muss er damit umgehen können und ich auch. Heißt, haben wir unseren Teig fertig. Das heißt, wir können jetzt unsere selbstgemachte Soße hinzufügen. Sollte eigentlich, wenn ich Glück habe, was ich eigentlich im Normalfall nie habe, sollte die Soße eigentlich genau passen für die Pizza, beziehungsweise die Teigwände passen. Glaube ich natürlich nicht, aber man hofft und bangt. Gehen wir nochmal ein bisschen durch. Weil ich möchte ja auch auf einer Seite will ich nicht zu viel Tomatensoße, dass das alles so klatschnass ist hier, der Teig etc. Auf der anderen Seite möchte ich aber teigtechnisch so viel haben, dass die ganze Angelegenheit halt auch nicht trocken wird. Ich denke mal, ihr versteht mich da schon, was ich meine. Ja, also wir brauchen so diese gesunde Mischung aus, ist schon ordentlich Tomate drauf und das ist mir aber zu trocken. Also da musst du schon so ein Mittelstück haben. Deswegen ist jetzt halt, wie ihr seht, ein bisschen mehr. Aber das tut ja nichts zur Sache. So, verteilen. Und dann können wir mal gucken, was wir drauf werfen. Schmeckt mir immer noch. Ja, ist noch genug hier, aber ehrlich gesagt. Ja, nee. Wir haben noch verschiedene Käsesorten, Hähnchen, Brust, Putenbrust, alles. Ach komm, ey. Wir wollen den ganzen Mist. Ich bin doch mal ehrlich. Also manchmal hast du dann so. Oh. Wenn ich eine Pizza bestelle, ne, dann ist es so. Oh, das ist Butterkäse? Oh, der ist auch milder. Manchmal ist es ja so, weil ich hatte jetzt mit der Bestellerei etc. keinen Bock. Wenn du eine Pizza bestellst, dann bestellst du dir auch gleich wieder eine. Also bei mir ist es ja so, ich bin ja dick. Und ich bestelle mir dann gleich wieder eine doppelte Bacon-Pizza. Was hast du? So 6 Bacon-Streifen, so große drauf. Ich glaube nicht, dass das alles so gesund ist. Ich glaube nicht, dass das sehr gesund sein kann. Ja klar, die Pizza jetzt ja auch nicht, klar. Aber die ist immer noch einen ordentlichen Ticken harmloser als das, was du. Du weißt schon, was du am Ende hast. Ne? Und da finde ich das schon okay. Der Butterkäse ist auouch. Ich dachte, ich hätte Gouda gekauft. Ärgert mich schon wieder. Auf der anderen Seite ist Butterkäse so geschmacklich ein bisschen, wie sagt man, dezenter. Und ehrlich gesagt habe ich auch keinen riesigen Gouda da, weil ich den ja vor 2 Tagen für den Auflauf benutzt habe. Und ja, ich weiß, wir haben Samstag. Ich hätte auch einfach einkaufen gehen können. Aber. Wenn ich ehrlich bin, ich habe einfach keinen Nerv. Ich habe einfach keinen Bock. Wenn ich keinen Bock habe, wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich mich jetzt hier eine halbe Stunde hingestellt habe und habe meine Pizza fertig gemacht. Das ist jetzt eigentlich noch länger als... wieso bin ich eigentlich nicht nach Penny gefahren und habe mir was gekauft, was fertig ist? Fällt mir jetzt gerade wie... Jetzt, wo ich hier in den finalen Punkten bin... Oh, ich glaube, ich habe mir eine Hose geschissen. Ja, ich glaube schon. Jetzt, wo ich hier so gut wie fertig bin, fällt mir auf,
Ja Mensch, du hättest so eine Penny was Fertiges kaufen können. Wir haben doch erst Samstag. Ja, Alter, ganz toll. Captain Ranzwurst hat wieder zugeschlagen. Ach, das ist doch jetzt schon wieder Scheiße. Ach so, bin ich ein Idiot, ey. Oh nein. Ja, von wegen auf meinen Fuß, du. Alter, Kackfresse. Ah, Marion, wie sich das auch von der Pizza auch gehört. Hab ich jedenfalls gehört. Das wäre anständig, bevor sie in den Ofen kommt, weil sich da ja noch ganz weil sie ja noch Schuss absetzt. Das hat mein Vater mir damals beigebracht. Da verbrennt doch die Hälfte, macht da auch nicht Salz und Pfeffer dran. Die Sache ist, das gehört sich so. Letztendlich haben wir geschmacklich nichts, bis auf die Tomatensauce. Tja, also wie gesagt, ich mache sonst mal, wenn ich Pizza selber mache, italienische Art, dünner Bohnen, Tomaten, nein, dann natürlich frische Basilikum in die Tomatensauce etc. Und heute wollte ich es einfach mal anders machen, sondern tja, dann Reste und Erlebnistag. Das Ganze sieht so aus inzwischen. Passt allerdings nicht mal auf meinen Pizzateller, sehe ich gerade. Scheiße. Müssen wir so doch ein Stück rausschneiden. Ich habe in der Zeit auch meine Mühe mal wieder. Oh, klasse. Ich hatte die noch nicht eingestellt. In der Zeit habe ich auch meine Mühle wieder neu bestückt. Mit feinstem Ursalz. Jetzt ordentlich salzen. Im Pfeffer ist auch mal eine coole Sache. Genug drauf. Das geht über Spüle. So. Und natürlich noch Oregano. Wenn ihr die Möglichkeit habt, glaub mir, wenn ihr die Möglichkeit habt, frischen Oregano zu nehmen, macht das auf jeden Fall. Bringt viel mehr. So. Wie kriege ich jetzt da ein Stück raus? Mit Wendy hier wahrscheinlich nicht. Aber versuchen wir es mal. Yes. Ich bin auch blöde. Ich habe eine Pizzarolle. Ich habe noch Pizzarolle und Mask hier. Das wird ja nicht das Problem darstellen. Also, da muss ich hier so ein kleines Eckstück raus. Wo sind sie hier? Ich dachte gerade hier wäre noch was roh oder so. Nee, das eher nicht. So, das dann eher nicht. Und hier. Oh Gott. Wir haben auch knusprig. Ich guck mal kurz, ob der Teig auch hier komplett durch ist. Ach komm, ey. Ja. Weil das hier so aussieht, als wäre das noch roh. Das ist aber gar nicht. Und Bärlauchgesichtchen. Ha! Wie Hure. So, jetzt können wir uns hier ein Stück ansehen und ich gehe mal zum Essen. Danke fürs Zusehen. Wer vorgespult hat, kann ich mal, ehrlich gesagt, ganz klipp und klar am Arsch. Ich wollte hier nochmal gucken, ob der Teich hier durch ist. Aber ja, ist er. Also, umsonst Sorgen gemacht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video oder etwas ähnlich. Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren.